Hallo, mein Name ist Christian Holzner vom Schulranzen Online-Shop in Puchheim. Ich werde Ihnen heute das Schulranzenmodell Touch von Step by Step vorstellen. Der Touch ist eines von zwei Schulranzenmodellen, die von Step by Step angeboten werden. Die Marke Step by Step stammt aus dem Hause Hamer, bekannt aus der Elektronikbranche. Den Touch gibt es in einigen Motiven auch in der LED-Variante mit Lichtleitern. Dazu später mehr. Der Touch besitzt ein ergonomisch geformtes Rückenpolster mit einer speziellen Polsterung, das den Rücken Ihres Kindes entlastet. Ein spezielles Netzmaterial, das Meshgewebe, erstreckt sich über die gesamte Höhe und sorgt für Luftdurchlässigkeit. Unterstützt durch das Anatomic Air System, den Belüftungsrillen, sorgt es für die nötige Luftzirkulation und einen optimalen Tragekomfort. Die körpergerechte Form der Schultergurte verhindert ein Einschnüren der Riemen und durch die breite Auflage ist der Ranzen bequem zu tragen. In der LED-Variante ist hier der Knopf zum Bedienen des Lichts. Ein seltenes Feature sind die höhenverstellbaren Trageriemen. So kann der Ranzen direkt an den Schulterblättern positioniert werden. Die Gurtendeneinhängungen verhindern das Herumbaumeln der Gurte. Außerdem können die Kids durch Einhängen ihrer Daumen ihre Schultern entlasten. Bei schmaleren Schultern können diese zusätzlich mit einem Brustgurt justiert werden. Dieser ist separat erhältlich. Tipps und Informationen für den richtigen Sitz des Schulranzens erhalten Sie durch einen Klick auf den nun eingefügten Link. Der Touch gehört mit seinen ca. 1160 Gramm zu den etwas schwereren Schulranzen, die derzeit auf dem Markt angeboten werden. Sein Gewicht variiert je nach Design leicht. Dieser Gewichtsunterschied ergibt sich aus den differierenden Gewichten der Stoffe beim jeweiligen Motiv und den zusätzlichen LED-Leisten. Die LED-Variante wiegt durchschnittlich 260 Gramm mehr. Der Touch von Step by Step bietet mit seinen Abmessungen von 33 x 36,5 x 23,5 cm und einem Innenvolumen von 16 Litern ausreichend Platz für alles, was Ihr Kind in der Schule benötigt. Gerade beim Innenleben wurde bei der Entwicklung des Touch ergonomisch gedacht. Ein extra Fach im Inneren des Ranzens gewährleistet die ergonomische, körpernahe Gewichtsverteilung von schweren Gegenständen, wie zum Beispiel den Büchern. So ist eine optimale Verteilung der Traglast garantiert und der Rücken Ihres Kindes wird geschont. Hier befindet sich bei der LED-Variante auch die Reißverschlusstasche des Akkufachs, deren Gebrauch wir in einem anderen unserer Videos erklären. Drücken Sie auf den nun eingeblendeten Link. Eine weitere Reißverschluss-Innentasche direkt über dem Bücherfach hält viel Platz für Kleinutensilien bereit. Die Vortasche ist mit ihren 1,8 Litern Volumen und der Thermobeschichtung der ideale Ort, um die Brotzeitbox zu verstauen. Ein Stundenplan im Deckel des Ranzens runden den guten Eindruck ab. Trinkflaschen können sicher vom Innenraum getrennt in den Reißverschluss-Seitentaschen, die je 2 Liter Volumen aufweisen, eingesteckt werden. Während man bei Trinkflaschen bis 0,3 Liter noch die Reißverschlüsse schließen kann, müssen diese bei einer Trinkflasche bis 0,6 Liter leider offen bleiben. Tipps zum richtigen Packen finden Sie in einem anderen unserer Videos. Klicken Sie auf den nun eingefügten Link. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, verfügt der Touch von Step by Step an allen Seiten über Reflektorstreifen und einen Reflektor im Schloss. Diese spiegeln das Licht und sorgen zusätzlich für gute Sichtbarkeit auch in der Nacht. Zusätzlich hat der Touch in der LED-Variante an allen Seiten LED-Leisten, deren Leuchtintensität in 3 Stufen regelbar ist. Diese LED-Leiste sowie die Stufen können bequem vom Schultergurt aus gesteuert werden und werden hier zusätzlich von einer LED-Leuchte angezeigt. Der Touch ist nicht DIN-konform. Was das bedeutet, erfahren Sie in einem anderen unserer Videos. Klicken Sie auf den nun eingeblendeten Link. Bei der Herstellung des Touch von Step by Step wird ganz auf schädliche Materialien, die zum Beispiel Azofarbstoffe, Cadmium oder PCB beinhalten, verzichtet. Was der Touch von Step by Step noch zu bieten hat, das zeige ich Ihnen jetzt. Auch die Handhabung ist sehr gut durchdacht. Der Verschluss, eine Steckschließe mit Reflektor, lässt sich spielend leicht öffnen. Trotzdem öffnet er sich nicht von selbst, nicht einmal, wenn daran gezogen wird. Zum Schließen reicht es, die Schließe in die Halterung zu führen. Mit einem leisen Klicken rastet die Schließe ein. Die oben angebrachte Trageschlaufe sollte nicht zum Tragen verwendet werden, sondern dient zur Befestigung des Schulranzens an der Schulbank. Der Deckel ist weit zu öffnen und bleibt dann auch offen. So hat man beide Hände frei, um den Inhalt zu durchsuchen.
Draufsetzen sollten sich die Kids jedoch nicht, da der Deckel sich durchbiegt und so der Inhalt Schaden nehmen könnte. Der Touch besitzt eine Bodenplatte, die den Ranzen vor Schmutz und Nässe schützt und einen sicheren und festen Stand gewährleistet. Da das verwendete Polyestermaterial besonders unempfindlich gegen Scheuern und Reißen ist, kann der Ranzen auch problemlos, am besten mit einem Mikrofasertuch, gesäubert werden. Durch seinen kompakten Aufbau und den stabilen Rahmen ist der Touch ein verlässlicher Schulranzen, der vieles mitmacht. Auch leer fällt er nicht um. Der Schulranzen ist zwar wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht. Daher bietet Step by Step auch eine Regenhülle in Signalfarbe an. Es können allerdings auch Regenhüllen anderer Hersteller verwendet werden. Beim letzten Test der Stiftung Warentest im Jahre 2013 schloss der Touch von Step by Step ohne Lichtleister mit der Note mangelhaft ab. Diese Note kam ausschließlich durch die fehlende Warnwirkung zustande, da der getestete Ranzen keine fluoreszierenden Flächen besitzt, wie in der DIN gewünscht. Die Prüfkriterien der Stiftung Warentest besagen, dass ein Modell, das bei dem Kriterium optische Warnwirkung das Urteil mangelhaft erhält, im Gesamturteil nicht besser als mangelhaft sein kann, obwohl die optische Warnwirkung nur einen Anteil von 20% im Gesamturteil hat. Die Gesamtnote kann also gar nicht besser als mangelhaft ausfallen, ungeachtet dessen, dass das Modell für seine Materialeigenschaften eine 1,7 und im Bereich Schadstofffreiheit eine glatte 1 erhielt. Der Touch ist derzeit nur im Set erhältlich. Dieses Set enthält ein gefülltes Federmüppchen, ein Schlamper, Brustbeutel und einen Turnbeutel. Falls Sie noch weitere Fragen zum Touch von Step by Step haben, dann scheuen Sie sich bitte nicht, unsere Info-Hotline, die Sie jetzt unten eingeblendet sehen, anzurufen. Wir beraten Sie gerne. Nach unserer Meinung ist der Touch von Step by Step eine gute Entscheidung. Hier noch einmal seine Vorteile im Überblick. Hochwertige 3D-Applikationen und Stickereien statt Drucke, stabile Konstruktion, praktische Reißverschluss-Seitentaschen, ergonomisches Rückenpolster mit Belüftungsschlitzen, bei einigen Motiven mit modernen LED-Leisten erhältlich für noch mehr Sicherheit, Reflektor im Schloss. Das war der Touch von Step by Step. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.